Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht's weiter mit dem nächsten Nail Art Wettbewerb und der soll so aussehen. Mindestens zwei Tipps sollten benutzt werden und das Thema nennt sich Cats and Dots. Genau. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das alles so hier hinkriegen. Ich den ersten Tipp und grundiere die erstmal komplett weiß. Und ich denke mal, ich nehme zwei Schichten. Also werde ich die jetzt gleich einmal anhärten und dann hole ich euch wieder, wenn es interessant wird. Genau, da mache ich einmal weiter. So, findet den Fehler. Ich muss ja gar nicht beide weiß machen, sondern nur den einen. Und bei dem anderen ist ein weißer Katzenkopf drauf. Ja, guten Morgen, Steffi. Wie gut, dass wir darüber gesprochen haben. Den einen weißen härte ich jetzt trotzdem aus. Und hier werde ich jetzt euch einmal das Acrylic Cream Gel Natural Nude zeigen. Sieht ja so aus, weil die gute Dame auf dem Nagel ein Make-up Gel hat. Und das ist wirklich wie ganz normales Gel. Seht ihr das? Jetzt muss ich gucken, dass natürlich die erste, also hier oben, abgedeckt ist, aber auf jeden Fall kann man das ganz normal verstreichen wie ein ganz normales. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Fiberglasgel, zieht sich auch ganz leicht zusammen, glatt, nicht zusammen, glatt. Da werde ich jetzt zwei Schichten von drauf machen und dann sehen wir uns wieder. Genau. Einfach unter der Lampe und dann ist das fertig ausgehärtet. So, da werde ich jetzt noch eine zweite Schicht drauf machen. Weiter geht's mit dem weißen Tipp. Da nehme ich einmal die Schwitzschicht ab. Und dann nehme ich ein schwarzes Farbgel, ein Spotty, etwas gröberen, so ein. Und dann mache ich ein paar Dalmatiner-Punkte hier drauf. Ganz durcheinander. Zack, dann gucke ich, wo noch einer hin kann. Das alles so, ja. Und so lasse ich das einmal aushärten. Da haben wir den Tipp. Da nehme ich jetzt einmal mit dem Cleaner die Schwitzschicht ab. Zack, zack. Buffer da einmal drüber. Also wirklich, man hört halt auch, das geht so butterweich und zu bearbeiten hier. Ich gehe da jetzt nur mit dem Buffer drüber und versuche das einigermaßen auf glatt zu machen.
Ich will ja auch nicht zu viel wieder wegnehmen. So, jetzt nehmen wir das Weiß. Wo ist mein Pinsel? Das können wir jetzt erstmal wegtun. Nehmen wir mal das Weiß und malen mal den Katzenkopf da drauf. Und ich rede jetzt hier, als wenn ich das schon, wer weiß, wie oft gemacht habe. Nein, kann ich euch sagen, habe ich nicht. Wie man sieht. Ich versuche jetzt den Kopf, die Schädelplatte. Krumm und schief. Zack, wie gut, dass wir das noch nicht ausgehärtet haben. Kann man es immer wieder. Neu machen. Ich pinsel jetzt mal ein paar Ohren drin. Und guck dann zum Schluss, ob mir das so gefällt. Oh. So ein Lichtlein ausgegangen. Aber ich hoffe, ihr erkennt er trotzdem noch. Jetzt muss man ungefähr gucken, dass man die gleich macht. Wie gut, dass man einen Tipp drehen kann. Mir das so jetzt gefällt. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? So, das ist jetzt die Umrandung und das werde ich dann einmal komplett weiß machen. Und ich überlege, ob ich das jetzt mit dem Spotty mache. Eine Riesenkatze. So kleine Ohrenstumpen dran. Ja, wir gucken erstmal. Wie das so aussieht, ne? Ist ja noch nichts ausgehärtet. So, und das gucke ich jetzt, dass ich das mit dem großen Pinsel mache. Seht ihr das überhaupt? Ich bin hier am Manövrieren. Und ihr seht gar nichts, wa? Schön auch an der Ränder. Jetzt muss ich gucken, ob das, ob mir das so gefällt. Was sagt ihr denn? Sieht schon komisch aus, ne? Aber eine Ohr da noch mal ein bisschen. Verändern. Tunen. Ach, wisst ihr was? Ich hätte das jetzt so aus.
So, die Schwitzschicht habe ich schon abgenommen, weil man ja nicht auf den Aufnahmeknopf drückt. Mehr ist aber noch nicht passiert. So, jetzt muss ich hier in Schwarz ein Gesicht drauf malen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Pinsel bleibt doch mal da liegen. So. So. Ja, ganz in Ruhe, Steffi, ganz in Ruhe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ein Auge. Und hier ein Auge. Schiel die jetzt schon? Ey, so war das nicht abgemacht, Katze. Und ein Näsli. So, so sieht das aus. Anhärten lassen, damit nichts passiert. Dann kommt der Pinsel zum Einsatz. Der muss nämlich die Barthaare und, mal gucken, das Schnäuzchen machen. Aus wie eine Katze. Das könnte man jetzt alles sein, aber doch keine Katze. Nee. Das gefällt mir nicht. Kino. Nochmal neu. Vor allem muss ich mal gucken. Jetzt sieht er, der sieht direkt aus wie so ein alter Opa hier. Oh. Anhärten lassen. Das ist es nämlich immer. Das sieht immer alles einfacher aus, als es wirklich ist. Jetzt kommen noch die Barthaare. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt muss man auch ungefähr gucken. Ey, hoffentlich bin ich in die Kamera. Naja. Und so lasse ich das jetzt aushärten. Ich versiegel die Tipps jetzt noch und dann zeige ich es euch, wenn sie fertig sind. Da liegen sie, meine beiden Werke. Ja, so sah das Original aus. So. Und ich hoffe doch, also das ist jetzt nicht ganz so schwer. Hoffe ich zumindest mal. Werden wir sehen. Und kommt. Der Katz habe ich doch einigermaßen getroffen. Man erkennt doch eine, oder? Ich halte sie nochmal daneben. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und oh, das ist so toll. Ja, keine Ahnung, wie man sie nennt. Das Kätzchen.
Eine wohlgenährte Katze. Genau, das jetzt zu diesem Wettbewerb. Und falls ihr Interesse habt, ich bin nicht gesponsert, ich möchte es nur einmal sagen, hier dieses Acrylic Cream Gel von der lieben Lydia aus dem Nail Art Shop 24 bis zum 13. gibt es noch 20% auf ihren Online-Shop. Also falls da Interesse besteht, so das vielleicht mal auszutesten, würde ich die Gunst der Stunde nutzen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!